Sehr herzlich für die Einladung. Wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, heute für euch zum Sprechen. Wir wünschen euch für die Zukunft eine sehr glückliche Ehe. Wir wünschen euch viele Kinder, vor allem viel Gesundheit. Und wir wünschen uns außerdem noch, Dietlinde, dass uns du auch noch sehr lange Zeit erhalten wirst. Ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, was kann man jetzt euch schenken, was liegt da näher, als dir das Instrument zum Schenken, das weißt du, die letzten Jahre beim Spülmannstag gespielt hast. Ich muss dazu sagen, dieses Instrument war ein bisschen leichter zum Basteln, weil dieses Instrument, was du vor Jahren gespielt hast, nämlich Fanfan. So Fanfan zum Basteln ist nämlich gar nicht so einfach, haben wir uns für die Flöten entschieden. An Martin möchte ich den Tipp geben, dass er sich noch ein paar kräftige Männer holt, die wir ihm das Geschenk dann mit Handlung helfen. Das Geschenk ist sehr wertvoll und ich sage dir, du wirst einige Stunden verbringen müssen, damit du dir das Geld rausholst. Also Hammer und Meißel, kannst du das Handwerkzeug bevorzugen? Oder du holst dir einen gescheiten Pflaster, der wäre so ein Sparschneidgerät hat, das kann vielleicht auch helfen. Also nochmal danke für die Einladung, für die Zukunft, alles Gute. Und jetzt wünschen wir uns, dass du mit uns noch ein Stückchen spielst. Thank you.
Ja,